In diesem Video schauen wir uns von IrfanView die Bearbeitungsfunktion an und das machen wir anhand eines Beispiels, und zwar eines Screenshots. Dazu habe ich hier meinen Windows Desktop offen, ich gehe mal hier auf den File Explorer, habe hier das Snipping Tool. Wenn ich jetzt hier auf New gehe, kann ich mal einen neuen Screenshot anlegen, ziehe mir hier einen Rahmen um das Fenster und habe jetzt hier nur so ein paar rudimentäre Maloptionen, kann aber keine Kästchen oder sowas um bestimmte Bereiche des Bildes ziehen, deshalb speichere ich jetzt mal hier den aufgenommenen Screenshots auf dem Desktop und hier kann ich dann mit einem Rechtsklick Öffnen mit auswählen und wähle hier IrfanView aus. So, jetzt habe ich hier, also nicht verwirren lassen, das ist IrfanView und da drin halt unser Screenshot. Mache ich mal groß, dann bekomme ich hier so ein schwarzes Feld außenrum. Und jetzt kann ich ganz einfach hier oben auf Edit gehen und Show Paint Dialog oder F12 drücken. Jetzt bekomme ich hier so ein kleines Fensterchen eingeblendet und hier kann ich dann ein bisschen rummalen im Bild und habe halt den Vorteil im Vergleich zum Snipping Tool, dass ich zum Beispiel auch Kästchen machen kann oder Kreise. Hier wähle ich jetzt mal das Rechteck aus, habe hier die Farbe Rot gewählt, lässt sich hier natürlich ändern und kann jetzt zum Beispiel hier ein Rechteck um Videos ziehen und hier kann ich dann auch die Breite einstellen. Jetzt mache ich mal noch ein deutlich breiteres um zum Beispiel Documents. Also man sieht den Unterschied. Das Bild kann ich jetzt speichern. Ich kann es mal zum Beispiel aufs Desktop speichern. In dem Fall hat er dann wahrscheinlich ein anderes Bildformat gewählt. Muss hier noch meinen Viewer auswählen, genau, Fotos. Und jetzt sehe ich eben, dass es so gespeichert wurde.